Schunkeln ist ein Gefühl. Erinnerst du dich? Nein. Ihr könnt alles vergessen. Der Erstgeborene auf der Welt ist auch der Letztgeborene. Die Zahl der Musen und die Dienstgrade der Armee. Die Vielzahl der Berufsgruppen und der wenig gesprochenen Sprachen. Aber sie sollten nicht vergessen, dass Schunkeln ein Gefühl ist. Gute Erinnerungen erlöschen nicht. Wir brauchen keine Erinnerungen. Wir haben die köstliche Nahrung des Vergessens probiert. Wir sind weder die Sklaven der Vergangenheit noch der Zukunft. Wir sind nicht die, die die Augen wenden, weder nach vorne noch nach hinten. Niemand schaut in sie selbst hinein, wir aber doch. Wir haben uns aus unseren eigenen Geschichten geflüchtet. Wir akzeptieren nicht mehr die Angriffe der Erinnerung. Wir sind frei. Frei wie dieser Mönch in Ägypten, der nach 15 Jahren Einsamkeit alle Briefe seiner Eltern und Freunde verbrannte, ohne sie jemals geöffnet zu haben. Leben ohne Erinnerungen. Was für ein Luxus. So entwurzelt wie sie sind, ist es doch unmöglich zu leben. Ohne jede Erinnerung. Man hat immer welche. Unbewusst manchmal. Hören Sie auf Ihren Körper. Hören Sie auf Ihr Herz. Halten Sie den Moment fest. Den Augenblick der Freude. Halten Sie meinen Arm und tanzen Sie. Nein, nicht so. Regel Nummer 1. Verwurzeln Sie sich auf Ihre Achse. Schunkeln ist zunächst eine Frage des Gleichgewichts. Schunkeln ist ein Gefühl. Das können Sie nicht vergessen. Daran können wir uns nicht erinnern. Wir haben keine Erinnerung mehr. Weder aus dem Krieg noch vom Karneval. Das Vergessen hat brutal das feine Leinentuch unserer Erinnerungen vergessen. Diesen Abend servieren wir Ihnen Lethe. Wie einst, als wir Ihnen den Spähern des Odysseus auf unserer Insel servierten. Auf der Insel der Lotusfresser. Oder Djerba, großartiges Paradies in Südtunesien. Trinken Sie von diesem verzauberten Wasser des Vergessens so viel Sie wollen. Es ist Zeit, sich Ihrer zu vielen Erinnerungen zu entledigen. Es ist möglich, dass das Vergessen Wunden heilt, aber es kann keine Schrecken heilen, die älter sind als Ihre Erinnerung. Ich habe zwischen Monstern gelebt und ich habe es nicht vergessen. Die explodierten Bomben und die Bomben unter der Erde haben den gleichen Effekt aufs Gedächtnis. Das riecht nach Tod. Tod der Gesellschaft. Tod der Natur. Gib mir, wenn es existiert, das Wasser der Lethe, das die Erinnerung des Herzens tötet. Denkmal. Meine Erinnerung ist ein Denkmal. Ich habe mein Gedächtnis zu meinem Meister ernannt und ich war sein Diener. Ich habe Erinnerungen gepflegt, wie andere das vergessen. Ein Gedächtnis ist kein Müllsack, in den man alles hineinwerfen kann und es einem schwerfallen würde, auch nur die kleinste Erinnerung wieder herauszufischen. Denk mal nach. Denk mal nach. Ma mémoire est une tapisserie de Penelope. Mein Gedächtnis gleicht dem Teppich der Penelope. Ich war mein eigener Feind, aber Sie waren die Monster. Sie haben die Infrastruktur wiederhergestellt. Sie haben die Gebäude wieder aufgebaut. Sie haben den Anschluss ans Stromnetz wiederhergestellt, an die Wasserversorgung, ans Telefon und ans Mobilfunknetz. Man riecht nicht mehr den Geruch des Rauchs. Und auch nicht den des Bluts. Die Straßen sind nicht mehr leergefegt. Ganz im Gegenteil, machen Sie einen Spaziergang und entdecken Sie das große Defilé der hochhackigen Schuhe.
Die Hupen klingen schon viel kräftiger als die Bomben. Der betäubende Lärm der Nachtclubs erstickt die nächtliche Erholung. Die Luxuskarossen kann man nicht mehr zählen. Die Villas, Apartments, der Schmuck, die Fassaden, die Vitrinen, die Bars, die Cafés, die Restaurants, die Hotels, die Wellness-Center, die Schönheitssalons, die Kilos von Silikon, die Nagellackfarben für Frauen. Willkommen im Libanon. Willkommen in Köln. Willkommen in den europäischen Städten. Unglückliche Touristen halten sich bitte fern. Sie behaupten, dass sie Beirut, Köln, Tokio, Berlin geliftet haben. Sind sie jetzt schöner mit ihrer kleinen Mädchenerscheinung? Dadurch, dass sie ihre Wunden vom Vortag unter billiger Schminke verleugnen. Sie sagen, dass der Krieg zu Ende sei. Dennoch geht meiner weiter. Sie sagen, dass nun alles wieder bester Ordnung ist. Aber wo sind meine Kinder? Wo sind Christine und Richard? Odysseus ist zurückgekehrt, aber sie sind immer noch nicht wieder da. Ich habe sie jetzt 24 Jahre lang erwartet. Tag für Tag habe ich ihre Zimmer in Ordnung gehalten und habe auf das kleinste Geräusch vor der Eingangstür gehorcht. Ich habe ihre Lieblingsgerichte gekocht, habe ihre Kleider gebügelt, ihre Bücher entstaubt. Manchmal habe ich sie gesehen, habe ich ihre Anwesenheit im Haus gespürt. Ich hörte ihre Lachanfälle, die sich sehr schnell in ein entferntes Jammern verwandelten. Dann habe ich mich wieder erholt. Es passierte mir, dass ich mit den leeren Stühlen gesprochen habe, als säßen sie da. Und jedes Jahr habe ich ihre Kerzen ausgeblasen und ihre Geschenke sortiert, ganz so, als kämen die gleich zurück. Man kann keinen Frieden mit sich machen, wenn man nicht das Los der Kriegsvermissten kennt. Man kann keinen Frieden mit sich machen, wenn die Bomben unter unseren Winterbetten schlafen. Wann hören Sie endlich damit auf, die Leute auf die ungleichgewichtige Waage der Glaubensbekenntnisse, der Nationen, der ökonomischen Klassenunterschiede zu stellen? Mit welchem Recht tauschen Sie Menschen gegeneinander aus? Arme Gewissen ohne Zukunft, sagen Sie der ganzen Welt, dass mein mumifiziertes Gewissen, das Sie so lächerlich finden, für mich nötig ist, um den Abstand zwischen meinem Herzen und dem Stein zu halten. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich?